Herzlich willkommen zur Episode 5 und damit zur Inhaltsanalyse. Wir beschäftigen uns heute mit einem Bereich, der mithin als genuine Methode der Kommunikationswissenschaft beschrieben wird. Inhaltsanalysen von Nachrichtenbeiträgen beispielsweise sind so alt wie die Kommunikationswissenschaft selbst. Und trotzdem sind sie moderner denn je. Meistens wird hierbei unterschieden zwischen einer manuellen Inhaltsanalyse, wenn also Menschen Beiträge lesen und dann kodieren, ob irgendwelche Aspekte zum Beispiel darin vorkommen, und einer automatisierten Inhaltsanalyse, also wenn der Computer das Zählen sozusagen übernimmt. Diese Unterscheidung wollen wir heute eigentlich nicht weiter verfolgen. Wir werden uns Aspekte von beidem anschauen. Und glauben Sie mir, beides ist für Sie problemlos machbar. Wir arbeiten heute mit einem Datensatz, der aus Tweets besteht. Tweets sowohl von Donald Trump als auch von Hillary Clinton im Rahmen des US-Präsidentschaftswahlkampfes 2016, als die beiden gegeneinander angetreten sind. Die Daten können Sie hier oberhalb des Videos runterladen und dann in RStudio und RLaden, nachdem Sie Tidyverse und Tidycom, die zwei Pakete kennen Sie schon, mit Library eingebunden haben. Wir arbeiten mit vielen Daten heute, es sind sehr, sehr viele Tweets und wir beginnen erstmal damit, quasi zum Warmwerden, uns diesen Datensatz anzuschauen. Wir nutzen dafür das Tidyverse, das kennen Sie schon. Wir können also mit Group und Count die Daten zählen und aggregieren. Die Tweets sind über einen bestimmten Zeitraum entstanden und der Zeitstempel, wann ein Tweet gesendet wurde, liegt in einem Date-Time-Format vor. Wenn wir das jetzt visualisieren, dann ist die Genauigkeit auf der Zeitachse bis auf die Sekunde runtergebrochen. Das ist zu feinteilig, als dass wir das zählen können. Donald Trump müsste schon in der gleichen Sekunde zwei Tweets hinkriegen, dass wir in dieser Sekunde zwei zählen können. Deshalb müssen wir, um aggregieren zu können, auf eine größere Zeitebene aggregieren, zum Beispiel auf Stunden, auf Tage, auf Wochen oder gar auf Monate. Das Paket heißt Loop Redate und ist ein großartiges R-Paket, um mit Datum und Uhrzeiten umzugehen. Und das Schöne ist, das Loop Redate-Paket ist bereits im Tidyverse inkludiert, es ist nur noch nicht geladen. Sie müssen also das Loop Redate an der Stelle laden und wie immer, wenn Sie ein neues Paket laden, schauen Sie sich erstmal die Vignette dazu an und recherchieren dazu und finden vielleicht sogar das Cheat Sheet, das ich Ihnen auch verlinke und finden dabei raus, dass es eine Funktion gibt, die Floor Date heißt. Wenn Sie im Skript unterwegs sind und mal eben kurz in die Konsole wollen, um zum Beispiel die Vignette zu suchen, dann können Sie mit Ctrl und 2 Ctrl 2 den Cursor in die Konsole setzen und mit Ctrl 1 können Sie mit dem Cursor wieder an die ursprüngliche Position im Skript springen. Sie haben die Vignette gelesen, die Hilfefunktion vielleicht auch gelesen und finden raus, Floor Date kann einen Zeitstempel aggregieren auf das, was wir ihm angeben, zum Beispiel auf Wochen oder auf Tage oder auf Monate. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir das Ganze, so wie in den letzten Episoden auch, visualisieren und zählen über einen Zeitraum und stellen fest, Donald Trump tweetet ganz schön viel. Und das Ganze verläuft in Wellen und wenn wir online recherchieren würden an der Stelle, dann würden wir herausfinden, dass diese Wellen durchaus an Events gebunden sind, zum Beispiel an die Vorwahl. In unserem fiktiven Beispiel an der Stelle haben wir Codiererinnen angestellt, die die Tweets auf Positivität und Negativität kodiert haben. Diese Codiererinnen haben uns jetzt jeweils ihre Code-Sheets zurückgeschickt. Insgesamt sind das drei verschiedene, die ich Ihnen ebenfalls in den Daten oben verlinkt habe. Sie kriegen also drei Excel-Tabellen im Wesentlichen zurück, bei denen auf den jeweiligen Tweet verwiesen wird und anschließend die Codierung, die manuelle Codierung, hinterlegt ist. Diese drei Codebögen, die lesen wir jetzt ein und hängen sie erstmal in eine große Tabelle untereinander. In eine Tabelle untereinander hängen funktioniert mit dem Befehl bind rows aus dem Tidyverse. Damit binden Sie Zeilen, wie der Name schon sagt, untereinander. Jetzt haben wir die drei Codiererinnen-Code-Sheets als Tabelle vorliegen und werden in dem nächsten Schritt mal schauen, wie gut das denn zusammenpasst. Wie ist denn die Intercoder-Regabilität zwischen diesen drei Codiererinnen und Codierern? Dafür gibt es in Tidycom die grandios einfache Funktion TestICR für Intercoder Reliability und TestICR, da können Sie wieder in die Hilfefunktion schauen und lesen und finden raus, Sie brauchen eigentlich nur zwei zentrale Parameter, die den Namen der Variable, die den Tweet spezifiziert, damit das Tidycom auch nachschauen kann, welche Codes jetzt zusammenpassen, und den Namen der Variable oder der Spalte, die den Codierer, die Codiererin identifiziert, also Unit var und Coder var.
das eingetragen und zack kriegen wir die Intercoder-Reliabilität, in dem Fall als Krippendorfs Alpha mit einem Wert, der nur ja, die Interpolation, dafür gibt es andere Video-Tutorials, die Ihnen dabei helfen. Bei der manuellen Inhaltsanalyse würden Sie jetzt mit den Codierungen der CodiererInnen weiterarbeiten. Für die automatisierte Inhaltsanalyse brauchen wir ein neues Paket, ein zusätzliches Paket, in dem Fall ein sehr großes und bekanntes, das heißt Quanteda, was für Quantitative Analysis of Textual Data steht, also ein Akronym, das Sie jetzt im RStudio rechts unten unter Packages installieren können. Quanteda ist aus einem Forschungsprojekt heraus entstanden für die Wissenschaften, um mit Textdaten umgehen zu können, also eigentlich ideal für uns geeignet. Wir lernen dabei, dass Quanteda mit sogenannten Corpora arbeitet oder mit einem einzelnen Korpus. Ein Korpus besteht aus vielen verschiedenen Textdokumenten. Also zum Beispiel in dem Fall den Korpus zu diesen Tweets. Wie wir einen Korpus erstellen, ist relativ einfach erklärt. Wir nutzen die Korpus-Funktion und können uns dann direkt mal die Summary anzeigen lassen, die letztlich nichts anderes ist als die Anzahl der Tweets, die es in den Korpus geschafft haben. Denn beim Einlesen in einen Korpus werden beispielsweise leere Tweets entfernt. Das ist Schritt Nummer 1. Das sind die strukturierten Texte. Die sind da noch vollständig erhalten. Im nächsten Schritt wandeln wir das Ganze um in eine sogenannte Document Feature Matrix, eine DFM. Das ist ein ganz typisches Konstrukt aus dem Data Mining, wenn Sie so wollen, oder eben aus der automatisierten Inhaltsanalyse. Und eine DFM, eine Document Feature Matrix, ist im Grunde eine sehr, sehr große Tabelle, bei der im Normalfall die Zeilen jeweils die einzelnen Texte darstellen, also zum Beispiel die einzelnen Tweets. Und für jedes Wort, das in irgendeiner Form mal vorkommt, wird eine eigene Spalte angelegt. Und in den Zellen landet letztlich nur eine Zahl, die angibt für den jeweiligen Tweet, also die Zeile, und das jeweilige Wort, die Spalte, wie oft dieses Wort in diesem Tweet vorkommt. Also eine gigantisch große Tabelle mit sehr, sehr vielen Nullen drin, weil sie natürlich ultra viele Wörter als Spalten haben, die in vielen Tweets überhaupt nicht vorkommen. Gleichzeitig können Sie aus dieser DFM heraus auch nicht mehr rekonstruieren, wie jetzt ein Satz aussah. Sie wissen zwar, in dem Tweet kam zweimal das Wort Trump und einmal das Wort Crooked vor, aber Sie wissen nicht, in welcher Reihenfolge. Der Name übrigens, Document Feature Matrix, beschreibt die Zeilen und Spalten. Ein Tweet wird in der automatisierten Inhaltsanalyse-Sprache sozusagen als Document bezeichnet und ein Wort, das in dieser Form mehrfach vorkommen kann, als Feature, also eine Eigenschaft der Dokumente. Wenn wir uns diese DFM, die wir gerade kreiert haben, mal anschauen, zumindest den oberen linken Teil davon sozusagen, dann stellen wir fest, dass da auch Dinge drin sind, die wir eigentlich gar nicht als Wörter identifizieren würden, zum Beispiel Doppelpunkte. Und dann lesen wir nochmal nach in der Hilfefunktion und stellen fest, wir können das steuern, was in diese DFM eigentlich rein soll und können zum Beispiel Punctuation entfernen lassen. Anschließend können wir uns die Top-Features anzeigen, also die Features, Sie erinnern sich, die Wörter mit den höchsten Zahlen darin, also welche Wörter kommen am häufigsten vor. Und theoretisch können wir zwei DFMs erstellen, eine für Trump-Tweets und eine für die Clinton-Tweets und darin die Top-Features schon mal vergleichen. Dann wissen wir schon mal, welche Wörter kommen spezifisch in den jeweiligen vor. Wir werden dabei aber feststellen, dass es in den meisten Fällen eine gewisse Sammlung an Wörtern gibt, die sehr, sehr häufig vorkommen. Im Deutschen sind es die Artikel beispielsweise, im Englischen auch, A, N, and und so weiter und so fort. Man spricht dabei von sogenannten Stoppwörtern und die lassen sich auch beim Erstellen der DFM bereits entfernen. Wir können also die Wörter, die gewissermaßen so häufig in der Sprache vorkommen, dass sie keine genuine Zuordnung zu einer bestimmten Textart erlauben, von vornherein entfernen lassen. Das tun wir bei der DFM-Generierung, können die Stopwords Englisch entfernen. Quanteda kennt auch stopwords.de, es kennt aber nicht unzählige Sprachen. Aber man kann das Problem ergänzen um andere Stopwortlisten und man findet in der Literatur sehr, sehr viele Stopwortlisten für sehr viele verschiedene Sprachen. Und zuletzt können wir die DFM sozusagen filtern, um für uns reinzuschauen in bestimmte Aspekte und die dann auch später miteinander zu vergleichen. Wenn wir filtern wollen auf bestimmte Spalten, aber alle Dokumente beibehalten wollen, dann ist der Befehl dafür DFM Select und wir selecten zum Beispiel alle Spalten, die irgendwie mit Crook beginnen. Wir stellen fest, davon gibt es mehrere. Man kann Crook, Crooked unterschiedlich schreiben. Auch dafür gibt es eine Hilfefunktion, die Stemming heißt. Stemming bedeutet, Wörter auf
ihre Wortstämme zurückzuführen, sodass bestimmte Ausprägungen, bestimmte Konjugationen in einem gleichen Feature landen. Auch das können wir bei der DFM-Generierung direkt angeben, dass Wörter gestemmt werden. Und auch das ist ein sprachabhängiges Feature. Das heißt, Quartela kann das für Englisch, aber nicht zwangsläufig für alle Sprachen dieser Welt. Wenn wir unsere DFM reduzieren wollen auf Fälle, also zum Beispiel nur ein paar bestimmte Tweets, dann können wir das über DFM-Subset machen, was eine sehr ähnliche Syntax hat wie das Filtern im Tidyverse. Wir können also ein Subset erstellen der DFM und nur die Dokumente mit den ganzen Features anzeigen, die zum Beispiel zu Trump gehören. Okay, wir haben gezählt und Wörter in Spalten gepackt. Was tun wir jetzt damit? Zum Beispiel Wortwolken erstellen, Word Clouds. Dafür gibt es einen einfachen Befehl und wir kriegen die Word Cloud der häufigsten, zum Beispiel 100 Wörter. Die können Sie natürlich auch über Subset nur für Trump und nur für Clinton ausgeben lassen. Für die wirklich interessanteren Analysen allerdings hilft uns das noch nicht so sehr. Da müssen wir noch einen Schritt weiter gehen, um zum Beispiel die CodiererInnen vom Anfang mehr oder weniger überflüssig zu machen, können wir auf sogenannte diktionärsbasierte Verfahren zurückgreifen. Diktionärsbasierte Verfahren dienen dazu, den einzelnen Dokumenten, den einzelnen Texten, in dem Fall Tweets, bestimmte Funktionen zuzuschreiben oder Eigenschaften zuzuschreiben. Zum Beispiel sie als positiv oder negativ zu kennzeichnen. Das Prinzip dahinter ähnelt dem eines Wörterbuchs, daher diktionärsbasiert. Man nimmt also eine Liste an Wörtern, die man für eher positiv hält, und man nimmt eine Liste von Wörtern, die man für eher negativ hält. Hintergrundinformation: Diese Listen an positiven und negativen Wörtern entstehen häufig in Befragungen, in denen man Leute danach fragt, was sie mit bestimmten Begriffen assoziieren, zum Beispiel grüne und rote Farbe oder welche Gefühlszustände sie damit einhergehen. Ein bekanntes für die englische Sprache stammt von Bing Liu, das habe ich Ihnen auch hier oben eingebaut. Sie können also diese zwei Dokumente runterladen, das sind zwei Textdokumente. Das eine Textdokument enthält Begriffe, die für positives Sentiment stehen, und das andere enthält Begriffe, das für negatives Sentiment steht. In R müssen Sie dann ein Dictionary erstellen, die Funktion, die können Sie mit der Hilfefunktion nochmal nachlesen, was die genau tut. Letztlich stammt die aber aus dem Quantela-Paket und Sie geben der jetzt mit, was Sie sozusagen alles an Kategorien oder Eigenschaften eigentlich kodieren möchten. In dem Fall möchten wir positiv und negativ kodieren. Wir könnten aber auch rot und grün oder sonst irgendwas kodieren und geben für in dem Fall positiv und negativ jeweils die Liste der dafür notwendigen Indizwörter mit. Und jetzt können wir den DFM nochmal neu erstellen. Dieses Mal geben wir das Diktionär direkt mit und schauen uns die DFM an und stellen fest, wow, sie ist nicht mehr so breit, wie sie mal war, sondern sie ist jetzt viel, viel, viel schmaler und enthält eigentlich nur noch zwei Features, nämlich positiv und negativ. Und darin subsumiert sind für jedes Dokument, für jeden Tweet, die Anzahl der Häufigkeiten der positiv- bzw. Negativbegriffe aus diesen Listen. Die Tweets an sich sind alle ähnlich lang. Das heißt, an der Stelle könnten wir mit den Tweets fast schon so weiterarbeiten. Für gewöhnlich tun wir das aber nicht, und wir tun es auch jetzt nicht, denn wenn Sie verschiedene Textdokumente miteinander vergleichen, zum Beispiel Reportagen mit kurzen Meldungen, wenn Sie journalistische Beiträge sich anschauen, dann ist natürlich eine Reportage, die deutlich mehr Platz und mehr Umfang enthält, hat eine deutlich höhere Chance, dass gewisse Wörter darin vorkommen, wohingegen eine kurze Meldung deutlich weniger Platz hat. Wie häufig ein Wort also vorkommt, in absoluten Häufigkeiten, sagt nur bedingt was darüber aus, wie wichtig dieses oder wie zentral dieses Wort in diesem Text ist. Was man also macht, ist, man gewichtet diese Vorkommnisse, diese Document Feature Matrix erstmal mit dem Befehl DFM Weight. Das ist aber auch schon alles, das gewichtet einfach nur das Vorkommen auf die Länge der Texte und damit können wir arbeiten. Nur, dass wir jetzt nochmal kurz zusammengefasst haben, was Sie jetzt gerade gemacht haben. Sie haben unfassbar viele Tweets geladen, die Sie niemals selber hätten kodieren können. Sie haben diese Tweets überführt, erst in den Korpus und anschließend in eine Document Feature Matrix, haben dabei die Wörter auf ihre Wortstämme reduziert, haben englische Stoppwörter entfernt und haben Interpunktionen und sonstige Zeichen, die nicht nötig sind für die weitere Analyse, entfernt. Anschließend haben Sie ein Diktionär angewendet, das positiv und negativ kodieren kann, und haben jetzt diese Zahlen gewichtet auf die Länge der Tweets. Und die liegen jetzt vor. Jetzt müssen Sie sie nur noch aus Quantela rauskriegen. Das Rauskriegen aus Quantela passiert mit Convert und dann wandeln wir es wieder um in unser ursprüngliches Tippelformat. Das finale Resultat, wir haben die Tweets
und daneben das automatisch kodierte Sentiment, positiv wie negativ. Und das können wir jetzt, und das ist ja wirklich eine Fingerübung für Sie in Episode 5, einfach so visualisieren. Weitere Übungen dazu finden sich wie gehabt in den Übungen zu dieser Episode. Weiterführende Links finden Sie unten, da möchte ich Ihnen insbesondere die Inhaltsanalyse mit R ans Herz legen, die aus der Kommunikationswissenschaft heraus entstanden ist und dieses wie auch andere Beispiele enthält und Ihnen dabei hilft, die Inhaltsanalyse mit Texten automatisierter zu gestalten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und wir sehen uns gleich wieder bei Episode 6.